Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Mimi und ich liebe Kochen. Und heute zeige ich euch einen absoluten österreichischen Klassiker. Und zwar gibt es Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Und die Zwetschgenröster machen wir heute selber. Ihr könnt ihn natürlich auch kaufen, aber es ist super einfach. Ich habe dafür einfach nur hier ein paar Zwetschgen. Dann brauche ich dafür Nelken, Zimt. Ich habe leider nur Zimt gemahlen. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr die habt, die ganze Stange reingeben. Dann habe ich ein bisschen weißen Zucker, ein bisschen braunen Zucker. Und dann kommt noch Wasser dazu und der Saft von einer Orange. Dann zeige ich euch jetzt kurz die Zutaten, die ich brauche für den Kaiserschmarrn. Und das ist wirklich nicht viel. Ich habe hier Eier, Bio-Eier, davon brauche ich 3. Dann brauche ich ein bisschen Mehl, 3 Esslöffel. Dann etwas Milch. Ich habe hier Vollmilch und viel Butter. Dann habe ich hier noch weißen Zucker und braunen Zucker. Und es ist super schnell gemacht. Ich lege los mit dem Zwetschgenröster, damit er ein bisschen Zeit hat zum Einkochen. Und was ich da jetzt zuerst mache, ist die Zwetschgen einmal halbieren. Und die kommen dann alle in den Topf rein. Dann kommt in den Topf noch rein die 2 verschiedenen Zuckerarten. Dann kommen die Nelken dazu. Zimt und die Orange. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe da auch noch ein bisschen Orangenabrieb dazu und natürlich den Saft. Jetzt müsst ihr schauen, wie viel Saft eure Orange hatte. Je nachdem gebt ihr dann etwas mehr oder weniger Wasser dazu. Wenn ihr jetzt keine Orange zu Hause habt oder die vergessen habt, dann gebt einfach nur Wasser dazu, das ist auch kein Problem. Und jetzt stelle ich das auf den Herd und das lasse ich jetzt einmal aufkochen. Und dann lasse ich das auf niedriger Hitze schön einkochen. In der Zwischenzeit kommt der Star, und zwar der Kaiserschmarrn, dran. Als allererstes kommt Mehl in die Schüssel. Dann gebe ich noch eine Prise Salz dazu. Dann kommt die Milch dazu. Und was ich immer mache, ich mache eine Mulde in der Mitte vom Mehl, also in der Mitte von der Schüssel. Und dann kommt die Milch in diese Mulde rein. Und dann ziehe ich mit dem Schneebesen immer wieder ein bisschen mehr Mehl rein und so kriegt ihr einen klumpenfreien Teig und müsst nicht ewig lang darum mixen. Wenn der Teig jetzt so ausschaut, dann kommen die 3 Eier dazu. Da scheiden sich jetzt die Geister. Also, es gibt ja viele Rezepte, wo man die Eier trennt und das Eiweiß aufschlagt, damit es fluffiger wird. Ich finde, das ist ein Aufwand, der überhaupt nicht nötig ist. Und ich sage euch eins, probiert es einmal so aus, wie ich das hier mache. Weil, was wichtig ist jetzt, ist, dass ich die Eier nicht reinschlage, sondern die kommen jetzt hier alle in den Teig rein. Und dann hebe ich das nur vorsichtig unter. Ganz vorsichtig. Und schaut mal, dass der Teig dann wirklich am Ende so ausschaut. Und eben nicht zu viel das Ei schlagen, weil wir wollen so ein bisschen diese Ei-Marmorierung haben. Und ich finde es eben gut, wenn der Kaiserschmarrn fluffig und so richtig teigig ist. So habe ich das überhaupt gelernt von einem Urtiroler Koch. Der hat mir gesagt, wie man das am besten macht. Und seitdem mache ich das nur mehr so und alle lieben meinen Kaiserschmarrn. Also, jetzt ist der Teig fertig. Jetzt habe ich hier eine Pfanne. Und da kommt ordentlich viel Butter rein. Ihr könnt auch Butterschmalz nehmen, dann verbrennt die Butter nicht so. Aber wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ruhig Butter. Die kommt jetzt in die Pfanne und das stelle ich jetzt auch auf dem Herd und lasse die Butter schmelzen und schön heiß werden, weil jetzt kommt gleich der Teig dazu. Jetzt schütte ich den Teig in die Pfanne und dann kommt ein Deckel drauf. Ich habe leider keinen Deckel für diese Pfanne, deswegen gebe ich ein Brett da drauf. Und nach circa 2-3 Minuten schaue ich mal rein. Und wenn er so ausschaut, der Teig, dann können wir ihn umdrehen. Also der ist unten schon knusprig und schön goldbraun und oben noch ein bisschen roh. Dann können wir den umdrehen. Ich mache das immer so, dass ich es einmal in die Hälfte und je nachdem, wie viel Kaiserschmarrn ich habe, vielleicht auch in Vierteln schneide. Und zwar mit so einem Holzteigschaber. Und dann kann man wunderschön umdrehen. Und das lasse ich jetzt noch mal kurz anbraten, sodass es von der anderen Seite auch goldbraun wird. Aber nicht zu lange, sonst wird der Kaiserschmarrn trocken. Und dann kann ich es schon zerpflücken, den ganzen Kaiserschmarrn. Wenn der Kaiserschmarrn jetzt so schön zerpflückt ist und noch in der Pfanne auf dem Herd ist,
Dann gebe ich nochmal einen Esslöffel Zucker darüber und schaue, dass ich den Kaiserschmarrn schön karamellisiere in der Pfanne. Dann hat das nochmal eine schöne Kruste. Und dann ist er fertig und in der Zwischenzeit ist der Zwetschgenröst auch schon fertig und jetzt können wir anrichten. Und anrichten ist eigentlich nur noch ein bisschen Zwetschgenröster in der Pfanne dazugeben. Ihr könnt natürlich auch Apfelmus oder Preiselbeeren dazugeben und Puderzucker draufgeben. Der Staubzucker in Österreich. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal. Der ist so schön saftig und überhaupt nicht trocken. Ich finde, ein Kaiserschmarrn, wo die Eier getrennt werden und das Eiweiß geschlagen wird, oft ein bisschen zu trocken. Und das ist wirklich sehr saftig und so ein bisschen teigig. So richtig lecker. Also ich freue mich jetzt, dass wir das essen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Klickt auf diese Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und ich packe jetzt schon meine Weihnachtsdeko aus, weil das nächste Video wird schon ein Weihnachtsvideo sein. Ich freue mich sehr auf diese Zeit, ich hoffe ihr auch. Und nächstes Mal backen wir schon. Also ich hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss, bis bald.